Und weiter geht es mit dem nächsten Neuzugang, auch noch einmal aus dem Springlager. Zu uns kommt jetzt Nikans Diamond, einer, der ein wirklich internationales Pedigree hat. Da springt einem wortwörtlich jeder Name entgegen und man hat eigentlich immer nur die Ziffer 1,60 Meter vor Augen. Herrlicher Dunkelfuchs vom Canon, der ja ein Stempelhengst ist, der in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden wäre und der vor allem führend war in den Rankings der World Breeding Federation for Sport Horses, der WBFSH, der immer noch hoch rangiert ist, aktuell Rang 14. Für so einen alten Hengst ist das eine absolute Top-Platzierung und dessen Nachkommen ja wirklich die internationale Piste in den letzten 10, 15 Jahren beherrscht haben. Lennart ist blitzschnell umgesessen und wir freuen uns auf seinen Parcours mit diesem Canon-Sohn, der aus der Maraminka vom C in Doctro gezogen ist, C in Doctro, dieser Capitol, ja auch ein ganz wichtiger Vererber und mit Ulrich Kirchhoff selbst im internationalen Sport erfolgreich gewesen. Dann kommt Ahorn, Olympic Ahorn, auch das internationales Top-Pferd gewesen, parallel zum Deckeinsatz und noch einmal Nimmerdor-Blut, also ingezogen auf diesen großartigen Vererber Nimmerdor. Und ein bisschen Vollblut ist immer gut, vierte Generation Erdball, der ja auch Pferde zum Beispiel gezeugt hat, die unter Nix gelten im Weltcup hoch erfolgreich waren. Was fehlt noch? Der Stamm, genau, der Mutterstamm. Und das ist eben einer, der wird uns noch zwei weitere Male begegnen. Das ist eine Linie, die ursprünglich in Oldenburg zu Hause ist, die Linie der Freiminka. Und diese Freiminka ist so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in die Niederlande gekommen und dort zu einer riesengroßen Dynastie geworden. Aus dieser Linie kommt dieser Nikans Diamond, aus dieser Linie kommt aber auch ein schwarzes Dressurpferd, das die Welt hat den Atem stocken lassen, nämlich Totilas. Spannend hier bei Nikans Diamond, dass seine Mutter, Maraminka, so heißt sie züchterisch, als Minkas Diamond mit Emil Tekken auch im internationalen Sport erfolgreich war. Also der Sportgedanke blitzt hier überall all auf. Lennart zeigt noch einmal kurz die Sprünge. Wenn du soweit bist, kannst du gerne beginnen. 4 Jahre jung dieser Niederländer. Ein Kraftpaket. Ja, der spielt damit ganz routiniert schon. Wir können erhöhen etwas. Sehr schön gelöst, immer die Ruhe bewahren mit den jungen Pferden, damit sie Vertrauen gewinnen, damit sie sich wohlfühlen dort, wo sie dann später die Höchstleistung vollbringen sollen, in harmonischer Partnerschaft. Ja, super. Kommt vom Boden. Reflexe, Technik, Einstellung. Super Grundgaloppade. Alles da bei diesem Nikans Diamond.
We'll be right back.